Und damit begrüße ich euch zurück zum NGL Biathlon Abo Team mit dem Sherlock und natürlich auch mit ganz vielen anderen, die natürlich auch dabei sind. Die Bledebitch ist dabei und keine Ahnung, wer sonst noch gleich am Start sein wird, ist mir gerade nur als erstes wieder so eingefallen. Lukas hat immer noch einen Schornstein aus seinem Kopf ragen. Ich weiß nicht, warum seine Anatomie da so völlig schief gegangen ist. Wir sind in Sotschi am Start. Das bedeutet wunderschöne Farbkombination Lila mit Gelb. Ich finde, das ist ein Träumchen. So, mittel und ohne Schnee. Wir nehmen mal die Faster Ultra Speed Numero Uno, starten als allerletztes. Dann wissen wir natürlich auch schon, was die Konkurrenz gemacht hat. Da sehen wir auch den ersten deutschen Starter. Und jetzt spulen wir ein bisschen vor. Ich habe gerade ein bisschen Bikeaid aufgenommen, bin jetzt bei der Romandie schon halb durch. Muss also morgen nur noch ein paar Etappen spielen. Da versucht das möglichst kurz zu halten, damit man sich das auch irgendwie noch anschauen kann. Und dann können wir am Donnerstag im Stream wirklich schön starten. Dann schauen wir mal, wann wir dann mit dem Giro d'Italia weitermachen. So, unten, ich möchte schön viele Fehler sehen. Zeigt mir eure roten Raketen. Jawohl, Ben Trivelato macht das auch gleich mal. So, wir sollten hier nicht zu viel Energie auf der Strecke lassen, weil ja hier Alpe d'Huez immer noch der Anstieg kommt. So, Abel und Trivelato mit Fehlern. Schepers und Van Groenewoud, der alte Himbeerpflücker. Allerdings erstmal fehlerfrei. Finn fängt gleich mal auch mit einem Fehler an und noch ein Fehler. Sehr schön im Einzel, kann man damit nämlich schon mal sagen. Das war's dann. Mit dem Sieg. So, wir rutschen den Hügel runter. Tausende standen an den Hängen und Pisten. So, dann gehen wir jetzt wieder raus. Und da vorne kommt jetzt gleich der wunderbare Anstieg in Sotschi. Aber ihr kennt das Spiel eh besser als ich. Ich spiele das immer nur, wenn ich aufnehme, ab und zu mal. So, Troja und Antipas mit Nullern. Robolski ein Fehler, Gislason und Sprinter ebenfalls alle mit einem Fehlern. Einem Fehlern. Ja, einem WLAN. Die haben alle ein WLAN. Müssen sich das teilen, ist natürlich schwierig, wenn dann alle drei streamen wollen. So, wir kommen in dieses wunderbare Stadion. Wie gesagt, Lila und Gelb ist einfach eine Kombination, die tut in den Augen weh. Das hat sich schon bei Vario damals nicht wirklich etabliert. So, leg dich hin, du Luder. Lukas macht das auch immer, wenn ich das sage. Boah, der letzte war aber sehr verwackelt. Meine Hände sind auch wieder arschkalt. Das ist immer doof. Aber lustigerweise haben wir ein neues Wohnungsangebot bekommen. Könnte sogar sein, dass wir bald nochmal umziehen. Und da hätte ich dann sogar ein eigenes Aufnahmezimmer mehr. Wir nennen es Sport- und Aufnahmezimmer, falls wir diese Wohnung tatsächlich bekommen sollten. Das steht noch in der Schwebe, aber wäre natürlich sehr nice. Ja, Junge, jetzt mach doch mal halblang. Dann lassen wir ihn halt vorbei. Wer ist denn das? Die Nummer 10. Könnte mal schauen, wer die Nummer 10 bei Schweden ist. Das ist Lasse Umfallen natürlich wieder. Dann ramme ich gleich fett weg. So. Tschüss. Jetzt schießt er wahrscheinlich gleich innen wieder vorbei. Also wie gesagt, wir schauen uns eine Wohnung Ende Januar nochmal an, die ähnlich schön sein soll wie unsere aktuelle. Allerdings die Lage ist halt ein bisschen besser. Wir wohnen ja ein bisschen außerhalb von München. Und das wäre dann relativ zentral in München und das wäre natürlich super. Auch der Anfahrtsweg, falls Corona irgendwann mal vorbei sein sollte, wäre dann etwas kürzer für mich. Und der Schnitt der Wohnung sieht schon mal mega aus. Was wir in Fotos gesehen haben, ist schon mal mega. Die Wohnung ist günstiger als unsere. Also eigentlich alles tipptopp. Bin mal gespannt, ob wir das schaffen. Dann packe ich wieder mein bestes Buchhändler-Gebrabbel aus. Versuche wieder so zu tun, als wäre ich total pflegeleicht. Aber es stimmt ja auch. Wir sind ja total pflegeleichte Mieter. So, jetzt muss ich aber hier kein Bewerbungsgespräch machen, sondern wir schießen jetzt einfach mit dem Lukas mal wieder die Null. Ich schieße mit Absicht sehr, sehr langsam. So, Bledebitch auch mit der Null. Dann schauen wir mal. Momentan waren wir noch vorne. Mal schauen bei der Zwischenzeit jetzt 1,5 Sekunden hinter Sprinter. Liegt aber natürlich daran, dass wir am Schießstand uns ein bisschen mehr Zeit gelassen haben. Auf jeden Fall fahren wir wieder mit Lasse Umfallen. Lasse Umfallen war Erik, oder? Und Lasse Warten war Jojo. Na schön. Dann können wir uns ein paar Witze erzählen hier. Also, wenn Erik sie mir erzählt hat, dann kann ich sie ihm nochmal erzählen. So rum natürlich, als ob mir eigene Witze einfallen würden. Ein paar
paar Memes an den Kopf geschmissen gerade. So, minus 11 Grad, ziemlich kalt hier in Sotschi. Finn wieder mit zwei Fehlern. Der alte Himbeerpflücker schießt auch drei Himbeeren. So, wir lassen wieder unsere Skier rollen. Ich weiß nicht, warum Skier rollen können, aber den Gag hatten wir jetzt auch schon mal. Unten ist jetzt auch Lasse Warten, der dann, sobald ich seinen Namen sage, einen Fehler schießt. Richtig erschrocken. So, Jona Treuer mit der 0, Antipass mit der 0. Da Paolo Sprinter jetzt auch mit der dreifach 0. Tobias Abel war da auch noch ganz gut vorne platziert, lustigerweise. Aber es liegt, glaube ich, daran, dass hinter uns alle eigentlich Fehler schießen. So, Sebastian Schäger, der ist da schon mal dick raus aus der Verlosung. So, nur noch Nuller, Roglic, Gislason und Sprinter. Witzelsson mit einem, da ist jetzt auch der Richter und sein Henker ist auch am Schießstand. Pojan Palo mit der 0 und wir laufen da jetzt wieder zur Nummer 1 hin und versuchen die 0 zu schießen. Lukas wieder schön flachgelegt. Sehr gut. Wie gesagt, nicht mega schnell, aber trotzdem ganz ordentlich. Sprinter unten jetzt mit einem Fehler. Sehr gut, das ist wichtig. Wir sind 3,2 Sekunden hinter ihm. Nimmt uns ein bisschen den Druck, auch jetzt in der Loipe da unbedingt schnell laufen zu müssen. Aber ein Fehler bedeutet schon mal für uns, dass wir selbst mit einem Fehler das Ganze noch wuppen könnten, rein theoretisch. Der Schlussanstieg macht mir allerdings Sorgen, weil die Konkurrenz da eigentlich nie so sehr abbaut wie man selber. Und die Schießzeit ist bei uns natürlich auch immer noch ein Problem. So, da vorne haben wir wieder Lasse umfallen, glaube ich, der uns da jetzt überholt. Daran sieht man schon, dass wir uns zu lange flachlegen. Aber wenn man den Lukas einmal auf der Matte hat, dann kriegt man den einfach nicht mehr hoch. Das klang jetzt auch auf so viele Art und Weisen falsch. So, Jona Treuer mit der 0, der heiße Schäger mit einem Fehler. Und dann geht es jetzt wieder Alpe d'Huez nach oben. Zum Glück nicht ganz so viele Serpentinen. So, sprinten hier rein und versuchen das so weit wie möglich bis oben hinzuziehen. Lasse umfallen, kann das auch bis ganz oben hin durchziehen. Das können wir leider nicht. Können hier jetzt nochmal aus dem Sattel gehen. Und dann läuft Lasse umfallen. Oh Gott, Trennungsschmerz. Er läuft nach rechts. Momentan auf dem 12. Platz. Und jetzt geht es zum letzten Schießen. Paolo Sprinter mit einem Fehler. Hauke Gislason dürfen wir nicht außen vor lassen. Auch ein Fehler geschossen, aber danach dreimal die Null. Bedeutet für uns jetzt die Null und dann wäre es der Sieg. Wir können uns sehr viel Zeit lassen. Konzentration. Das langsamste Schießen der Welt. Aber ich war jetzt gerade auch mega nervös. Egal. So, komm. Jetzt die Führung, 21,7 Sekunden. Das lassen wir uns auf der Strecke nicht mehr nehmen. Der Sherlock mit 4x0 bei minus 12 Grad. Da muss es jetzt schon mit dem Teufel zugehen, damit wir da noch verlieren. Wir werden sicherlich nochmal Zeit verlieren an diesem Schlussanstieg. So, mal schauen. Wir sind wieder in Split gelandet. 21,5 Kilometer. Egal, was man hier macht, man landet in Kroatien. In Sotschi gestartet und trotzdem wieder in Split gelandet. So, es ruckelt gerade ein bisschen. So, ab in die Hocke. Dann, ich bekrabbel auch jetzt noch seinen Hintern, wie man sieht. Sehr schön. Muss einfach sein. So, wir lassen es ein bisschen ruhiger angehen. Da ist wieder Split und der Vorsprung müsste trotzdem noch passen. 21,5 Sekunden. Da haben wir bislang wenig verloren. Werden jetzt hier bestimmt nochmal 2, 3, 4 Sekunden verlieren am Schlussanstieg. Hier wird es jetzt richtig schön steil. Da müssen wir ein bisschen rausnehmen. Und dann die letzten Meter. Und dann geht es hier auf die Zielgerade. So, wieder Sprint. Und dann sind wir im Ziel und das ist die Bestzeit, 18,7 Sekunden. Also wie gesagt, wir verlieren nochmal ein bisschen was. 18,7 Sekunden, wir sind der Letzte, der gestartet war und kommen hier
als erster dann in der Gesamtabrechnung rein. Die Shooting Time möchte ich mir gar nicht anschauen. Die muss wirklich aus der Hölle kommen, weil läuferisch waren wir extrem gut. Shooting Time, ich würde sagen 20 Sekunden langsamer als der Beste. Nee, nur 16,7 Sekunden. Ist gar nicht schlecht, aber trotzdem gewonnen. Man muss ja wissen, wie. Also das war doch ganz erfolgreich für den Sherlock und für den Rest. Ach, scheiß doch auf den Rest. Wen interessiert schon, was der Rest gemacht hat? Habe ich jetzt einfach mal komplett übersprungen. Sorry. So, wir können natürlich trotzdem nochmal auf die Gesamtwertung schauen. Der Sherlock ist in der Stadt, wie gesagt, und ganz weit vorne vor Finn Schirch, Paulus Sprinter und dahinter die Abstände alle sehr, sehr knapp. Nur Lasse Warten, Jojo wieder auf dem letzten Platz, hat einfach keinen Bock. Absteiger gibt es ja keine im Weltcup. Danny Flücksche vorne vor Johannes Windby, aber auch dort die Abstände nach wie vor enorm knapp. Momentan Captain Kiefel, der Fußballnarr und Jakob Höfler auf den Abstiegsplätzen. So, das war doch ganz schön. Zweite Rennen lassen wir aus. Wir machen wieder Patrick Resume und sehen uns an, dass in Sochi im Weltcup Benny einfach momentan in Spitzenform ist. Auch Jakob Höfle mit dem zweiten Platz haben wir gerade erwähnt. Da hat er keinen Bock drauf. Joe Graville dafür auf dem letzten Platz. Florian Harrer auf der 11. Dann schauen wir nämlich auch dort nochmal, was das für eine Veränderung im Weltcup denn gebracht hat. Benny von Offeating verbessert sich auf den 9. Platz. Danny Flücksche wieder mit ein bisschen mehr Abstand zu Christian Gebhardt. Jetzt punktgleich mit Johannes Windbö. Jakob Höfle gibt die rote Laterne an den Fubana ab. Und Captain Kiefel verlässt dann sogar die Abstiegsplätze und schiebt Matthias Simon in die Bedeutungslosigkeit. So, nächstes Rennen. Wir machen jetzt nur noch Textmodus. Max Kaiser holt sich den Sieg, aber Benny mit dem dritten Platz im Massenstart dann wieder richtig gut. Pixar auf der 2. Simon Braun auf der 4, Jakob Höfle dann doch wieder so wie die ganze Zeit schon, 21. Das ist nicht ganz so stark. Florian Harrer verharrt im Mittelfeld, Mörder-Wortspiel. Und dann dürfen wir sogar endlich mal wieder an den Start gehen. Kalte Temperaturen. Da weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, was wir dort nehmen sollten. Ich habe, wie gesagt, Bennys Skischule hier gerade nicht offen, aber kalte Temperaturen. Ja, minus 7 bis minus 20. Gibt es da noch bessere? Wie gesagt, ich habe Bennys Skischule hier gerade gar nicht offen, aber ich konnte mal durchschauen. Minus 15 bis minus 20. Wir nehmen mal die. Die stehen, glaube ich, nirgendwo mit drin, aber ist mir jetzt egal. Es klingt nach kalten Skiern und die nehmen wir jetzt einfach. Ist mir wurscht. Weiß gar nicht, was für ein Wettbewerb jetzt nochmal war. Der Sprint, okay, Sprint mag ich nicht so gerne, weil da muss ich schnell schießen. Wenn da irgendeiner noch die Null schießt, das wäre eher nicht so gut. Was könnte das unten links diesmal sein? Wir werden es nie erfahren. So, die Skier sehen auf jeden Fall nice aus. Und der Sherlock ist wieder unterwegs. Dieses Mal mit dem gelb-roten Trikot. Also wir sind hier auch Disziplinbester im Sprint aktuell. Wüsste gar nicht warum. Mag Sprint gar nicht so gerne, wie gesagt, weil man da immer so beim Schießen unter Druck steht. Witzelsson und Richter waren auch richtig unter Druck und haben gleich mal zwei Fehler reingeballert. Und hier kommen jetzt endlich die Serpentinen, über die ich eben noch gesprochen habe. So, komm, hier laufen wir einfach durch. Achso, ja, Mist. Wir müssen natürlich hier ein bisschen Energie sparen, damit wir hier hochkommen. Boah, die Strecke ist aber mega anstrengend. Die ist echt anstrengend, die Strecke. Schepers unten mit der Null. Unser ehemaliger Spitzenfahrer für das Team Bianchi. So, hier müssen wir auf jeden Fall nochmal rausgehen. Und dann können wir hier noch ein bisschen Schwung mitnehmen. Und dann geht es auch direkt schon wieder in den Sprint. So, vorne in Antholz, Anter Selva. Wunderbare Südtirol, also Heimspiel für Christian Gebhardt. So, ich bekrabbel den Popo und dann schauen wir mal, was schießerisch da so drin ist. Ja, war okay. War auf jeden Fall okay. Nicht überragend schnell, aber auch nicht so langsam, dass wir hier keine Chance haben sollten. So, erstmal schön gegen die Bande laufen.
So, wie schaut's aus? Noch können wir ein bisschen sprinten. Wir sind wir sogar leicht vorne, 0,8 Sekunden. Jetzt sparen wir uns gerade ein bisschen Energie für die Anstiege. Müller und Bledebitsch jeweils mit einer Strafrunde unten. Da sind richtig schön viele Fehler, die ihr da schießt. Da freue ich mich drüber. So, nochmal ganz kurz in den Sprint und dann geht's in die Abfahrt rein. Und dann kommt wieder dieses komische, ja, Serpentinengedöns. Dauernd diese S-Kurven. Mag ich nicht so gern. Und hier ein bisschen Energie sparen und dann wieder hoch und unten richtig schön rotes Aufflackern. So lobe ich mir das. Tim, lobe ich mir das. So, da schießt keiner fehlerfrei. Träumchen. Wünsche euch ja allen nur das Allerbeste, aber eigentlich nicht. Wir verballern hier echt viel Energie. Ich bin gefühlt die ganze Zeit nur am Sprinten. So, Jona Dreuer hat da jetzt mal die Null geschossen. Dann Schäger mit einem Fehler, Antipass mit einem. Achso, wir können auch weiter sprinten natürlich. So, wie schaut's aus? 2,2 Sekunden. Walli Müller, Hauke Gislason dort und Brian Antipas mit zweimal der Null. Also da müssen wir jetzt schon aufpassen. Na, fuck, da wollte ich dann doch zu schnell den letzten Treffer setzen. Schade. Also der letzte in dieser Aufnahme hat dann leider nicht gesessen. Schade, dann wird es natürlich nichts mit dem Sieg werden. Zweimal die Null da von Brian Antipas. Wir waren zwar 4 Sekunden vorne, aber ich glaube nicht, dass wir uns das jetzt komplett hier rauslaufen können. Trotzdem der dritte Platz jetzt erstmal, 3,2 Sekunden. Wir werden aber wahrscheinlich jetzt auf der letzten Runde noch ein bisschen Zeit verlieren. Van Groenewoud unten gerade angekommen. Bledebitsch mit einem fehlerfreien Schießen. So, jetzt nochmal reinsprinten, mein Freund. Van Groenewoud, auch alle Himbeeren wieder getroffen. Ist auch legendär. Also das mit den Himbeeren werden wir einfach ein Leben lang nicht vergessen. Ich glaube, er musste den Stream einfach nochmal kurz unterbrechen. Also beim Zuschauen, weil er Himbeeren pflücken musste beim Team Bianchi damals. So, rein in die Abfahrt. Und dann gehen wir da gleich wieder raus und sprinten natürlich hier rüber. Und jetzt können wir eh wieder in die Stefan-Hocke gehen. Dann geht es vorne auch gleich wieder in das Antholz-Stadion rein. Und dann schauen wir mal, was da so drin ist. 2,5 Sekunden unser Rückstand. Auch nochmal sprinten. Wir werden das sicherlich jetzt nicht aufholen können im Finale. Aber trotzdem schön, dass wir läuferisch hier keine komplette Pflaume sind. Auch sehr sportlich gemacht, dass man sich hier kreuz und quer über den Weg läuft. So, ich glaube, wenn man es die ganze Zeit gedrückt hält, dann ist man permanent bei der 28, ist wahrscheinlich sogar besser. So, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt in den Brotkastenmodus gehen soll. Ich glaube, ich skippe mal. Können ja aber auch einfach so draufbleiben. Das sind jetzt 3,2 Sekunden. Ein Fehler von den Einfehlerschützen waren wir allerdings läuferisch der Beste. Dann skippen wir mal zu den Results und schauen, ob da eine Top-10-Platzierung drin ist für den Lukas. Sogar der vierte Platz im Endeffekt mit einem Fehler. Schade. Der letzte Schuss, wenn der gesessen hätte, hätten wir das Scheißding gewonnen. Sogar mit ziemlicher Sicherheit. So gewinnt Brain Antipas vor Hauke Gislason und Jona Treuer. Der Sherlock auf dem vierten Platz. Walli Müller auf der 5. Roglic auf der 6. Paolo Sprinter beim Heimspiel auf der 7. So, Lasse Umfallen, der uns ja ebenso schön begleitet hat mit 3 Fehlern heute. Wieder zu viele Memes parallel gemacht. Wahrscheinlich ist er es gar nicht und ich habe die beiden jetzt miteinander verwechselt. Aber ich blicke auch nicht mehr durch, wer hier überhaupt wer ist. Solange ihr das wisst, reicht das ja. So, Skitime am besten in der Shooting Time knapp hinten dran. 3,2 Sekunden langsamer als Walli Müller. Damit kann ich auf jeden Fall leben. Wie lange habe ich gebraucht? 9,4 Sekunden und ja, da waren es circa 9 Sekunden, 8,9, die wir dort gebraucht haben. Also das ist eigentlich okay.
Das wird dann auf jeden Fall in den kommenden Folgen noch mal besser werden, wenn ich ein bisschen Rhythmus auch habe. Simon Braun gewinnt den Weltcup in Pokljuka vor Marco Terone, Christian Gebhardt, der dann leider nicht bei seinem Heimspiel in Antholz mitmachen darf. Auf der 8 Jakob Höfle diesmal, im guten Mittelfeld Benny auf der 12, Max Brandt mit der roten Laterne und Florian Harrer ist dann endlich mal aus dem Mittelfeld ausgebrochen, hat sich auf die 5 verbessert. Nochmal kurz der Blick dann eben auf die Gesamtwertung. Da ist Paulo Sprinter jetzt auf die 2 vorgesprintet. Finn Tschirch auf der 3, ein Punkt nur hinter Sprinter. Nils van Groenewoud lauert. Da sind einige, die hinten dran lauern. Kevin Bledebitsch, da ist dann schon so ein bisschen der Abstand etwas größer. Aber mit einem Sieg ist das auch alles schon wieder ausgemerzt. Lasse Warten auf dem letzten Platz. Mei, was soll man dazu noch sagen? Im Weltcup Simon Braun vorne. Was ist jetzt mit Danny Flücksche passiert? Auf jeden Fall nicht mehr vorne, nur noch der vierte Platz. Das ist ein bisschen enttäuschend. Die einzelnen Wertungen gehen wir jetzt nicht nochmal durch. Es geht dann jetzt gleich, also nicht gleich, aber in der nächsten Folge geht es in die Verfolgung. Ha, verstehst du? Folge, Verfolgung. Mega gut. Habe ich jahrelang dran gearbeitet und mich gerade trotzdem noch bei versprochen und komme auch jetzt wieder ins Stottern. Also, ich beende mal die Folge. War, glaube ich, ganz interessant, hat Spaß gemacht und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. NGL Biathlon, dann geht es weiter mit dem Wamsi Michel. Freue ich mich drauf, auch dort weiterhin. Haben wir das gelbe Trikot? Ich glaube ja. Nee, wir haben das gelbe Trikot nicht. Bestimmt dieser komische Weißrusse rennt uns doch dauernd vor der Nase rum. Aber der Wamsi Michel versucht sich das gelbe Trikot zu holen. Wer nach den Videos noch nicht genug von dem Kanal hat, kann natürlich auch gerne mit auf unseren Discord-Channel kommen. Hier gibt es alles rund um den Kanal. Es gibt lustige Memes, die die Kollegen immer wieder entwickeln. Und da lachen wir immer sehr viel gemeinsam drüber. Man kann sich über die Let's Plays austauschen. Wenn man Fragen zu den Spielen hat, dann gibt es natürlich auch die Tipps und Tricks. Ankündigungen zu den Streams finden wir hier natürlich auch, aber natürlich könnt ihr dort auch Anregungen zu den Streams nochmal geben. Es gibt das private Flüstern, da geht es dann nicht nur um die Let's Plays oder im Sport, sondern einfach auch mal, was wir Leckeres gekocht haben, welche Bücher wir lesen, welche Serien wir mögen. Natürlich gibt es auch das Community Gaming, wo sich jeden Abend Leute zusammenfinden, Among Us zocken und aber auch darüber hinausgehende Spiele. Also, das macht richtig Spaß. Würde mich freuen, wenn ihr unten auf den Link in der Videobeschreibung klickt und einfach mit auf den Discord-Channel kommt.